Also, meine Lieben, wir sind ja gestern noch hier bis Windischeschenbach gefahren. Und haben dann hier Feierabend gemacht. Jetzt fahren wir nach Leipzig, laden bei Imperial ab. Dann fahren wir ins Werk, laden. Und dann gucken wir mal, wie weit wir noch runterkommen. Lassen wir uns überraschen. Jetzt müssen wir erstmal hier auf grün warten. We'll be right back.
schon meine Guten. Jetzt wollen wir mal zur Tat schreiten. Dass wir das Auto leer kriegen und dann wieder schnell voll kriegen und dann fahren wir nochmal schnell in die Spedition. Und dann geht's ab die Post. Nach Dingolfing, Richtung Dingolfing. Mal gucken, ob wir heute noch bis runterfahren oder was wir machen. Das war klar, dass die gleich mal rot macht, wenn wir kommen. Was machst du? Bleib grün.
So, meine Guten, wir haben entladen. Dann wollen wir mal rüberfahren ins Werk zum Laden. Und dann müssen wir noch mal gucken wegen dem Blinker. Mein rechter Blinker hat nämlich am Auflieger gesponnen. Dann ging aber mit der Warnblinkanlage ging es dann. Dann ging es auf einmal mit der Warnblinkanlage auch wieder nicht. Dann habe ich jetzt mal die Zündung komplett ausgeschaltet und alles verriegelt und dann die Zündung nach einer Weile wieder eingeschaltet. Und da ging es auf einmal alles wieder seltsam. Ich werde mir mal so ein Kabel geben lassen. Das muss ja ordnungsgemäß, vorschriftsmäßig alles blinken. Wenn das nicht ist, das ist ja Kacke. Dann wissen die ja auf der rechten Seite gar nicht, wo ich hin will. Okay, das hat dann was mit Datenschutz zu tun, die müssen es auch nicht wissen. Nee, das ist dann passieren dann die Unfälle und das muss ja auch nicht sein. Also die Blinker und die Lichter, das muss schon alles ordnungsgemäß funktionieren. Natürlich auch weil alles andere muss natürlich auch funktionieren, aber Blinker und Lichter ist auch ganz wichtig. Das soll manchmal, dass der so hoch tut beim Losfahren. Das finde ich auch seltsam. Das ist äußerst seltsam. Rein.
schon gerade wieder überholen hier, ne? Das gibt's doch wohl nicht. Mal ein bisschen Geduld, Leute. Ich halte nicht aus Dummdiedeldei. Es wird einen Grund haben. Könnte schon wieder eskalieren. Die denken auch immer alle, wir bleiben aus Dummdiedeldei auf der Straße stehen. Nein, da ist was. Und deswegen warten wir. Nicht lauter Blödsinn. Oh, da vorne wird einer repariert. Ins Büro, klären alles, was zu klären ist, geben Papiere ab. Und dann fahren wir hinten runter, wenn es recht viel Stau ist auf der Autobahn, auf der Leine. Guten Tag, Herr Wachschutz.
streiten wir, ob wir noch tanken oder nicht. So, jetzt stellen wir uns hier erst einmal her und wir haben schon die neue Plane dran. Die leuchtet hier. Überlegen, was wir machen. So, meine Guten. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier vorwärts rauskommen. Theoretisch müsste das funktionieren. Wie es praktisch aussieht, steht auf einem anderen Blatt. Aber es funktioniert. So, meine Guten, jetzt wollen wir nach Hermsdorf tanken und dann gucken wir, wie weit wir noch kommen. Wir haben knapp 19 Tonnen drauf, wollte ich euch bloß sagen. So. Freunde der guten Unterhaltung. Guckt euch mal an, wie schön die Plane leuchtet. Yeah.
Stau, den ich vorhin hatte, kommen wir nicht mehr bis runter. Weder mit der Schicht noch mit der Lenkzeit. Und deshalb habe ich jetzt den Plan gefasst, wir gucken, ob wir in Neutraubling was finden. Dann haben wir morgen noch eine gute Stunde bis Dingolfing. Das heißt also, wir brauchen dann morgen erst 4:30 anfangen. Wir müssen erst 6 da unten sein. Na, mein Guter, das war aber schon dunkelrot, wo du da jetzt noch drüber bist. Wir hatten nämlich schon grün. Wenn der mit dem E-Auto vor uns schneller losgefahren wäre, hätte es geklappt. So, meine Guten. Heute fahren wir mal am Tor 1 vorbei. Heute fahren wir nicht ins Tor 1 rein. Komm, Ampel, mach grün. Nu, was ist? Jetzt. Stadt Neutraubling. Für einen Moment habe ich jetzt gedacht, hier die Schranke hier macht rot. Die Schiene. Macht sie aber nicht. Der wollte da abbiegen, deswegen hat er gebremst. So, meine Guten. Hier noch rechts und dann suchen wir uns einen Platz. So, meine Guten. Seht ihr mich überhaupt? Jetzt seht ihr mich. Jetzt ist Feierabend. Habe ich euch das schon gesagt? Schaut hier. Da hinten ist es. Halteverbot steht. Da stehen wir genau mit dem Arsch dran. Also wir müssen uns das mal merken. Hier vorne. Ich zeige euch das mal. Hier vorne ist so ein Feld mit einem Loch drin, wo ein Gitter davor ist. Und genau ein Feld davor, wenn wir hier stehen, haben wir genau mit dem Hintern das Halteverbotsschild. Also kann sich eigentlich keiner hinter uns stellen. Und gegenüber ist die Einfahrt, also denke ich mal, da ist keiner so frech, sich dahin zu stellen. Und vorher, vor mir ist mir dann am Ende egal. Also meine Lieben, wir haben unser Tagwerk vollbracht. Wir stehen jetzt hier gut. Wir stehen hier trocken, wir stehen hier warm. Wie in Abrahams Arm. Ach nee, das heißt ja Schoß. So, jetzt werde ich mich zur wohlverdienten Nachtruhe begeben. Aber erst nochmal nach euren Kommentaren schauen. Nochmal dumme Kommentare dazu schreiben. Und dann was essen und dann geht's ins Bett. Und morgen früh um 4:30 machen wir hier wieder los. Dann sind wir kurz vor 6 in Dingolfing. Abladen, dann fahren wir rüber ins Werk 2.2 laden und dann fahren wir noch nach Leipzig abladen.
Und dann gucken wir mal, was dann da noch passiert. Also meine Lieben, in diesem Sinne, eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, ein gutes Nächtle. Gehabet euch wohl, bleibt mir gewogen. Wer noch nicht abonniert hat, abonnieren. Alle fleißig kommentieren. Und Glocke aktivieren. Dann erfahrt ihr jedes Mal, wenn wieder was kommt, auch wenn es mal außer der Reihe kommt. Wie zum Beispiel die Unboxing-Videos oder sonntags oder sonst irgendwie. Also meine Freunde, wisst ihr Bescheid. Ich wünsche euch was. Tschüss.